Kapitel 13. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, weissage wieder die Propheten Israels und sprich zu ihnen, so aus ihrem eigenen Herzen weissagen, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr: Herr, weh den tollen Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben keine Gesichter. O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Wüsten. Sie treten nicht vor die Lücken und machen sich nicht zur Hürde um das Haus Israel und stehen nicht im Streit am Tage des Herrn. Ihr Gesicht ist nichts, und ihr Weissagen ist eitel Lügen. Sie sprechen: Der Herr hat's gesagt, so sie doch der Herr nicht gesandt hat, und warten, dass ihr Wort bestehe. Ist's nicht alle so, dass euer Gesicht ist nichts und euer Weissagen ist eitel Lügen? Und ihr sprecht doch: Der Herr hat's geredet, so ich's doch nicht geredet habe. Darum spricht der Herr: Herr, alle so, weil ihr das predigt, woraus nichts wird, und Lügen weissagt, so will ich an euch, spricht der Herr: Herr. Und meine Hand soll kommen über die Propheten, so das predigen, woraus nichts wird, und Lügen weissagen. Sie sollen in der Versammlung meines Volkes nicht sein und in der Zahl des Hauses Israel nicht geschrieben werden noch ins Land Israels kommen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr, Herr bin. Darum lasst sie mein Volk verführen und sagen: Friede, so doch kein Friede ist. Das Volk baut die Wand, so tünchen sie dieselbe mit losem Kalk. Sprich zu den Tünchern, die mit losem Kalk tünchen, dass es abfallen wird, denn es wird ein Platzregen kommen und werden große Hagel fallen und ein Windwirbel wird es zerreißen. Siehe, so wird die Wand einfallen. Was gilt's? Dann wird man zu euch sagen: Wo ist nun das Getünchte, das ihr getüncht habt? So spricht der Herr: Herr, ich will einen Windwirbel reißen lassen in meinem Brim und einen Platzregen in meinem Zorn und große Hagelsteine im Brim, die sollen alles umstoßen. Also will ich die Wand umwerfen, die ihr mit losem Kalk getüncht habt, und will sie zu Boden stoßen, dass man ihren Grund sehen soll, so fällt sie. Und ihr sollt darin auch umkommen und erfahren, dass ich der Herr sei. Also will ich meinen Grimm vollenden an der Wand und an denen, die sie mit losem Kalk tünchen, und will zu euch sagen: Hier ist weder Wand noch Tünchen. Das sind die Propheten Israels, die Jerusalem weissagen und predigen von Frieden, so doch kein Friede ist, spricht der Herr, Herr. Und du, Menschenkind, richte dein Angesicht wider die Töchter in deinem Volk, welche weissagen aus ihrem Herzen, und weissage wider sie. Und sprich: So spricht der Herr: Herr, wehe euch, die ihr Kissen macht den Leuten unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern, beide, Jungen und Alten, die Seelen zu fangen. Wenn ihr nun die Seelen gefangen habt unter meinem Volk, verreißt ihr ihnen das Leben und entheiligt mich in meinem Volk um eine Handvoll Gerste und einen Bissen Brot, damit dass ihr die Seelen zum Tode verurteilt, die doch nicht sollten sterben, und verurteilt zum Leben, die doch nicht leben sollten, durch eure Lügen unter meinem Volk, welches gerne Lügen hört. Darum spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an eure Kissen, womit ihr Seelen fangt und vertröstet, und will sie von euren Armen wegreißen und die Seelen, so ihr fangt und vertröstet, losmachen. Und ich will eure Pfühle zerreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, dass ihr sie nicht mehr fangen sollt, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr sei. Darum, dass ihr das Herz der Gerechten fälschlich betrübet, die ich nicht betrübt habe, und habt gestärkt die Hände der Gottlosen,
dass sie sich von ihrem bösen Wesen nicht bekehren, damit sie lebendig möchten bleiben. Darum sollt ihr nicht mehr unnütze Lehre predigen noch weissagen, sondern ich will mein Volk aus ihren Händen erretten, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin.